Hallo, die Gamio Produktverfügbarkeit informiert Interessenten, wenn ein ehemals ausverkaufter Artikel wieder verfügbar ist oder ein noch nicht veröffentlichter Artikel, der schon im Shop sichtbar war, nun offiziell erhältlich ist. Damit das automatisch passiert, also die E-Mails rausgeschickt werden, ist es erforderlich, einen Cronjob einzurichten. Bei Hetzner in der Konsole H gehen Sie dabei wie folgt vor. Sie loggen sich ein in die Konsole H, wählen rechter Hand das gewünschte Webhosting-Paket durch Klick auf den Domainnamen üblicherweise aus und gelangen dann zu einer Ansicht mit der Menüleiste wie hier zu sehen: Einstellungen, Konfiguration und darin der Cronjob-Manager. In diesem wiederum befindet sich ein Hinzufügen-Button mit der Eingabemaske zum Hinzufügen des neuen Cronjobs. Als Interpreter wählen wir die PHP-Version, wie sie auch für Ihren Gambio-Shop aktiv ist, zum Beispiel PHP 7.4. Den absoluten Pfad zum Skript erfahren wir im Gambio-Admin-Menü unter Produktverfügbarkeit Einstellungen. Hier unten auf der Seite CLI. PHP brauchen wir nicht, das haben wir schon implizit angegeben durch Auswahl des Interpreters. Was wir wohl noch brauchen, ist die Skript-URL, also beginnend mit slash, endend mit .php. Zurück in die Konsole H, in den Cronjob-Manager. Hier fügen wir also den kopierten Skriptpfad ein. Und bezüglich des Intervalls ist es Ihnen überlassen. Sie wissen besser, wie oft Ihre Bestände aktualisiert werden. Vermutlich reicht einmal täglich. Ich würde aber sagen, wir lassen den Cronjob stündlich ausführen. Er ist weniger stressig für den Surfer als zum Beispiel ein Aufruf Ihrer Startseite oder des Admin-Dashboards. Deshalb ist das überhaupt kein Problem. Man könnte es auch alle 5 Minuten machen. Bei der exklusiven Ausführung folgen wir Hetzners Empfehlung, das Häkchen drin zu lassen. Das sorgt dafür, dass nicht mehrere Cronjobs gleichzeitig ausgeführt werden. Und durch Klick auf Speichern ist der neue Cronjob dann auch gleich aktiv und sorgt dafür, dass Interessenten informiert werden, wenn Artikel wieder verfügbar sind, was sich sicherlich bei ihren Absatzzahlen bemerkbar machen wird.